nur so frostig. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Auf Avad, was? Er mag sich kleiden wie ein Vollidiot, aber er hat den Osseram in Meridian ein Zuhause gegeben. So, wartet mal ganz kurz, Freunde. Jetzt muss ich halt mal ganz kurz gucken, was die hier für schöne Waffen haben. Es könnte ja sein, dass die irgendwas Krasses haben, wo ich sage, ey, komm, brauche ich unbedingt, Digga. Aber wenn ich mir das so angucke, Leute, haben die gar nichts Krasses. Lohnt sich also mal wieder. Die haben sie auch nichts Krasses. Warte mal. Fallen und Tränke will ich kaufen. Und zwar Heilungsdinger. Unbedingt, kann ich gebrauchen. Kaufe ich das jetzt? Ja. Nehmen wir mal 10 mit. Und hier für die stärkeren Wunden nehmen wir mal 4 mit. So, okay. Dann machen wir auch mal wieder, Freunde, die Schatzkisten auf. Wir haben mal so ein paar schöne Schatzkisten. Die uns eventuell auch in gewissen Situationen weiterhelfen können. Und wir könnten sogar mal wieder... Weil wir mal wieder ein bisschen was aufbrauchen müssen, Leute. Unsere Waffen modifizieren. Und sogar Outfit auch. Also die haben wir, glaube ich, an, ne? Was haben wir da drin? Nahkampfschutz. Machen wir den mal raus und wählen mal was anderes aus. Fernkampf. 13 Nahkampfschutz, Fernkampf. Ist auch nice hier, ne? Kriegen wir echt weniger Damage, das wäre nicht verkehrt. Eisschutz, Nahkampfschutz, 6%. Und dann machen wir den rein. Und hier mal Tarnung mit rein. Dass wir weniger Damage kriegen, Leute. Eisschutz. Ich weiß nicht, die Elemente so, das du hast so nie so irgendwie so Kämpfe so, wo du das brauchst, sag ich mal, finde ich. Jetzt gucken wir mal die Waffen nochmal mit rein. Wir haben momentan unseren Kaja-Bogen, der hat den. Den sollten wir nehmen. Feuer und Schaden. Das haben wir dann sowas mit Feuer. Oh, das ist nice hier. Oh, das ist echt nice. Simon, Alter. Den machen wir noch mit rein. Alter, dann ist die Waffe übelst krass, Digga. So, dann haben wir den noch. Da wechseln wir auch mal aus. 19 Schaden, Abriss. Ich weiß nicht, den würde ich eventuell auf Abriss machen, so, keine Ahnung. Machen wir mal den mit rein. So, dann brauchen wir nochmal die Sprengschleuder. Da ist ja viel auf Feuer ausgelegt. Da geht es aber tatsächlich nur um... irgendwie um Handhabung, wenn ich das richtig sehe. Ja, können wir so lassen, würde ich sagen. Okay, gut, dann haben wir das erstmal wieder. Eren, wo bist du? Digga, komm mit. Wir haben keine Zeit. Vorratskistchen. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Da hoch? Warte mal, hier ist auch noch was versteckt, sehe ich gerade. Hier oben irgendwie. Nice. Oh shit. Pan, jetzt hast du wieder hier eine Luke gefunden. Aber wir kommen noch mal raus. Das ist ja schon mal was wert hier. Also wir müssen hier hoch. Aber wo müssen wir jetzt genau hin? Das ist so eigentlich so meine... Das ist so eigentlich die Frage, die mich so interessiert. Finde Marats Agenten. Wir müssen also hier anscheinend jeden anlabern, glaube ich. Vielleicht mal hier hochgehen. Hier oben könnte ich mir vorstellen. Vielleicht sie hier. Du siehst aus wie frisch geschminkt. Er hier vielleicht. Warum? Ich will aber mit dir reden, Kollege. Feuer und Spucke, was willst du von mir? Ich will mit dir reden, Mädchen. Ihr beschwert euch immer, dass keiner mit euch redet. Jetzt, wo ich will. Der hier vielleicht, der hier kniet. Ich glaube nicht, dass der Agent den Boden schrubbt. Ist doch schon wieder scheiße, oder? Also hier gibt es auf jeden Fall nichts. Dann laufen wir mal hier weiter. Ihn hier.
Das Leben in Anricht war auch nicht. Hier drinne? Kann man hier rein? Finde den Agenten. Also irgendwo hier muss der sein, aber wo? Kann man den... Ah! Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Ah. Und der hatte es eilig. Aha, okay, wir müssen also wieder fleißig suchen, um den Typen zu finden. Ist der jetzt hier raus oder ist der jetzt nicht hier raus? Hier. Warte mal, warte mal. Das ist die Spur, die wir aufgenommen haben. Der kam von hier, ging hier hoch. Dann ging der hier hin. Ah. Hier. Jetzt verliere ich die Spur. Dann ging er hier vorbei. Oh, er ist tot. Scheiße. Oder er schläft nur, wer weiß. Das ist Marats Agent. Gerbalds Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut, das ist eine Karte, der wir folgen sollen. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Okay, Digga, okay. Begib dich zu Davals Lager. Okay, so, jetzt machen wir erstmal ganz kurz hier ein bisschen den Sound leiser, denn es ist teilweise ein bisschen zu laut, würde ich sagen. So. So, wo ist denn das Lager eigentlich? Da oben. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal so Richtung Lager. So, muss mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen, hier unten. Ist das hier immer noch Ehrend? Ich glaube schon, ne? Ist cool, dass der tatsächlich wegrennt, ne? Kann man den nochmal anlabern jetzt? Digga, was machst du jetzt? Er sagt, er wartet vorm Lager. Jetzt bleibt er stehen. Krasser Typ. Krasser Typ. So, okay. Wir brauchen immer noch Waschbären, Leute. Das ist ja... Oh, 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 oh. Hier gibt es, glaube ich, viele Heilerpflanzen. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Nahkampfschutz und, glaube ich, sogar Fernkampfschutz. Also das heißt, wir müssten jetzt allgemein eigentlich mehr aushalten und besser durch die Kämpfe durchkommen. Das sollte zumindest eigentlich so sein. Eigentlich sollte es so sein, Freunde. Oh Mann, hinten sind sie schon wieder. Ist doch kacke hier, oder? Wo ist denn hier hoch? Ohne gesehen zu werden am besten. Mich sieht jemand. Querfeld ein rüber, um da hinzukommen? Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Man kann hier, glaube ich, auch nicht hoch. Wir müssen also tatsächlich, glaube ich, diesen Pfad hier nehmen. Aber wir genießen inzwischen einfach die wunderschöne Aussicht hier. Da hinten läuft wieder was Fettes. Schnappmaul. Viel zu fette Gegner hier unterwegs momentan. So, das Lagerfeuer ist wo? Da vorne. Da vorne, da können wir speichern, dann können wir nämlich wieder Schnellreise hermachen, was mich auch... Also, was ich richtig gut finde. Schnellfeuer, Schnellfeuer. Schnellreise ist nämlich immer extrem gut. Sinnvoll auch. Maschinenareal, Sturmvogel. Die Viecher sind geil, die sind eigentlich schnell besiegt so, aber... Wenn zu viele sind, Freunde, dann ist gar nicht so einfach. Ist gar nicht so easy dann. So, gehen wir mal hier hoch. Und hoffen, dass wir hier... ...weiterkommen. Ach, er ist schon da. Maschinen. Sie wurden angekettet. Derbal ist ein Bastler. Vielleicht experimentiert er oder er braucht ihre Teile. Vielleicht kann ich sie uns zunutze machen. Ich werde vorgehen. Bleib zurück, bis der Kampf beginnt. Scheiße. Okay. Wir rücken nach. Also gut, wir müssen sie jetzt einnehmen, also wir müssen die jetzt übernehmen, sag ich mal.
Erledige die Fremden und die Maschinen. Toll, ist ja nicht so, dass die Maschinen jetzt mich töten wollen, ja? Aber gut, ich kann die auf jeden Fall übernehmen. Ich muss bloß gucken, dass ich da hinkomme. Ohne, dass die das peilen, quasi. Das Blöde ist, dass die Maschine da hinten doch in die Richtung von der guckt. Wie soll ich die denn da einnehmen, bitte? Wie soll ich die denn hier einnehmen, bitte? Ich muss mich von hinten an die Rand schleichen. So, dass die andere mich vielleicht nicht sehen kann. Vielleicht so... Oh, Scheiße. Wer weiß, Leute. Jetzt geht's los. Ja, die kann ich aber nicht einnehmen hier, ne? Oh, er sieht er mich noch? Nee. Komm, dreh da runter. Gleich ist mein Headshot verpasst mit einem Präzisionsfall. Hä? Ernsthaft, Digga? Ernsthaft? Ist schon wieder so lächerlich, ohne Scheiß, Freunde. Ist echt schon wieder so lächerlich gerade gewesen. Warte mal, warte mal. Du solltest ihn noch nicht kaputt machen, du solltest ihn einnehmen. Aber den kann ich einnehmen. Wie war denn das Teil, glaube ich, ne? Spring doch weg, Mann! Was macht er denn hier für krasse Moves, Alter? Oh ne, warte, ich hätte noch überbrücken können jetzt. Das ist doch Kacke hier. Ich wollte die doch einnehmen, Mann. Jetzt zum Boden hauen. Komm, nimm ein. Komm schon, 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 komm schon. Das dauert so lang, Digga. Schön. Den haben wir, nice. Jetzt kämpf für mich, Homie. Kämpf für mich. Andere ist tot. Ist so cool, wenn du die übernehmen kannst, ey, ohne Scheiß. Alter, wie viele? Jetzt mit meinen Kollegen hier, kommt jetzt mal her. Es ist schon wieder so lächerlich, dass ich hier nicht rauskomme. Auf jeden Fall, Digga, auf jeden Fall wieder. Ey, ich liebe es, wenn die dich immer treffen. Egal was du machst, wenn die dich echt immer wegholen. Ich liebe es. Du kannst ausweichen, wie du willst, die treffen dich trotzdem. Aber gut, der macht alles platt. Kein Problem mehr, Digga. Gut gemacht, Kleiner, hast du gut gemacht. Du bist mein neuer bester Freund. Oh, Scheiße, den kann ich mal einnehmen, glaube ich, oder? Nimm noch einen. Schön, schön. Normalerweise kann man die einnehmen, diesmal natürlich wieder nicht, ja? Egal. So, komm. Da oben sind noch welche. Ich habe natürlich jetzt auch wieder nichts zum Heilen, also recht wenig. Recht wenig. Muss ich echt meine Heilertränke hier nehmen, die ich mir extra noch gekauft habe. Gott sei Dank. Die sind zwar immer ein bisschen blöd zu nehmen, aber es ist möglich. Wie kann ich denn die Ketten da loskriegen? Das Viech muss ich hinlegen. Nur wenn das Viech liegt, kann ich da was reißen. Einnehmen, komm. Es kommt kein anderer los. Schön. Den haben wir, nice. Den
anderen, der könnte ja hier hochkommen. Er kommt aber nicht. Echt schade. So, Digga, kommst du? Geht los. Komm mit. Greif mal an hier, Homie. Warte mal, erstmal scan kurz. Ist doch schon wieder scheiße. Oh Mann. Komm, Mann, kaputt. Ich liebe es, weil du kannst manchmal einfach nicht ausweichen. Egal, was du machst. Du kannst nicht ausweichen. Das finde ich so geil immer. Komm, er liegt. Los. Über Brücken, komm schon. Oh Mann. Ey, das ist so lächerlich manchmal. Wenn der auf dem Boden liegt, braucht das Viech doch jetzt nicht angreifen, Mann. Na gut, es wollte nur helfen. Das Viech wollte nur helfen. So, da hinten liegt jetzt auch wieder eine fette Waffe. Natürlich wieder zu spät. Hätte man ja auch früher sehen können. Aber Panne sieht es immer nur, wenn es schon zu spät ist. So, Digga, wo müssen wir denn jetzt hin? Da hinten. Warte mal, die lassen wir mal lieber. Den Typen lassen wir mal noch am Leben. Kann sein, dass die uns nochmal nützlich wird. Ab in den Kerker. Der Ball sagt, er soll Dreck finden. Ich habe aber eine fette Wumme draußen gelassen. Ich hoffe, die kann ich jetzt mal aufnehmen. Gas oder was? Was soll das sein? Ich habe doch meine fette Wumme gerade gehabt. Und der sieht die nicht oder was? Krasser Typ. Wo ist denn die Wumme? Hier ist er doch. Komm, nimm auf. Das verbessert meine Chancen. Stirb, Digga. Wir müssen durch. Schönes Ding. Stirb, du Penner! Fokus abgenommen, oder was? Damit schützen sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Okay, dann gehen wir mal runter. Digga, du musst draußen bleiben, weil ich weiß nicht, was jetzt kommt. Die Wumme hier nehme ich mal mit runter, nur für den Fall. Es könnte nämlich sein, dass es da unten jetzt hässlich wird. Können wir das Ding kaputt machen? Geht nicht, okay. Schallgerät, warte mal, die kann man abnehmen. Oder? Untersuche die Werkstatt. Hat er das jetzt deaktiviert? Weil das hört sich irgendwie nicht so an, ne? Vielleicht finden wir hier sogar die Schwester, wer weiß. Da haben wir sie. Er rennt. Derweil wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Hey, ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derweil schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil... das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hör zu. Derweil plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Avad wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König... braucht dich.
Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Ersa. Nein, nein. Bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Erend, es tut mir leid. Wir müssen Derval finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Okay. Aber warte mal, ich habe vorhin erst mal was zum Looten gesehen hier. Was hier? Nur Notizen über seine... Oh, shit. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wahl. Was hat der Wahl durch seine Basteleien gelernt? Nicht viel, Digga. So, wir gucken mal kurz hier in unserem Fokus rein, was wir da haben. Die Maschine wurde akribisch auseinandergebaut. Um sie zu untersuchen. Gibtoren können Schallwellen ab, die Menschen leben können. Okay, also gut. Wenn Maschinen damit kommen, sollten wir das auf jeden Fall als erstes zerstören. Was für ein seltsames Gerät. Wunderschön gearbeitet. Rede mit Erend. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Okay. Tut mir echt leid, Bro. Das war auf jeden Fall nicht mit Absicht, Digga, aber du wolltest, dass ich dir helfe. Das habe ich getan. Also bin ich jetzt aus deinem Dienst entlassen, Homie. Die Sonne soll... Oh, das sind Gegner, oder? Das sind meine Freunde hier. Meine übernommenen Freunde. Das Coole ist, Leute, ich habe das ja so geskillt, dass die endlos übernommen sind jetzt. Jetzt wäre es noch cool, wenn man Befehle hätte. Dass die einen quasi überall hin folgen. Das wäre cool so irgendwie, ne? Wenn man sagen könnte, okay, komm. Greif den und den an, folgt mir da und dahin. Also Leute, ihr habt euren Dienst erfüllt, euer Eid ist erfüllt. Ich danke euch für eure Dienste, aber ich werde euch jetzt erlösen, denn ich weiß, ihr habt Schmerzen. Jetzt muss ich bloß irgendwie... Ohne die richtige Munition bringt das nichts. Munition mehr? Ernsthaft? Sorry, Bro. Einer noch zum Abschluss, komm. Der hält viel zu viel aus, der Pisser. Ich. Okay, nochmal schön EP bekommen hier. Nice. Okay, das hätten wir, Freunde. Dann gucken wir nochmal ganz schnell bei Fertigkeiten rein. Wir haben ja mittlerweile ein paar Punkte gekriegt. 30% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Schwere Speerangriffe. Was haben wir hier? Ruft eine neue überbrückte Reitmaschine, wenn keine andere verfügbar ist. Kann ich einfach rufen, oder? Zum Reiten. Das wäre schon cool. Ich glaube, das nehme ich auch mal. Ich glaube, das nehme ich, Leute. Das ist bestimmt geil. Ich würde es gerne mal testen. Wie kann ich nochmal rufen? Warte mal. Wir versuchen das mal schnell. Ey, da kommt tatsächlich einer. Das ist so cool. Jetzt brauche ich nicht mehr warten, Freunde. Jetzt kann ich einfach reiten, wenn ich Bock habe. Total geil, ne? Total geil. Naja, gut. Okay, Freunde, wir machen mal ganz kurz, wir reisen mal ganz kurz hier hin, beenden aber die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze wieder mal gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wir werden dann demnächst die Hauptstory weiter fortführen. Ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn euch das gefallen hat, lasst es mich bitte wissen. Daumen nach oben, abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Schreibt mal euer Feedback, ob ihr überhaupt noch was davon sehen wollt. Denn manchmal ist das Feedback zu Horizon ja doch ziemlich lame, was mich dazu gebracht hat, nicht mehr ganz so...
krass hinterher zu sein, dieses Spiel durchzuspielen jetzt mit Aufnahme. Muss ich mal gucken, Leute, schreibt mir einfach mal euer Feedback. Ich hoffe, ihr habt bis hierher geschaut. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, schreibt bitte Ende Punishu. Und dann bis demnächst, Freunde. Haut rein. Servus.